So, nächsten Schritt niesen und dann jetzt müssen wir carryen. Okay. So, die Gegner haben eine Sejuani mit zwei Melee-Champions auf den Solo-Lanes. So, die invaden Topside. Do we win? Na gut, gehen wir für einen Juicy Full Clear. Und dann gucken wir mal. Nein, dieser kleine Golem. So, Potions als Evelyn erst später benutzen, ne? Weil man durch die Passive immer auf 300 irgendwas HP kommt. Das erst benutzen, wenn man weiß, dass man irgendwann fighten wird. Und ich glaube, wir fighten noch nicht, also brauchen wir es noch nicht benutzen. Okay, actually, wir sollten es benutzen. Es könnte schon sein, dass die Sejuani hier irgendwas probiert, aber. Es wäre halt eigentlich in. Okay, sie ist top. So, wir kriegen einen Full Clear, sie hat drei Camps nur gemacht. Ich wurde auf die falsche Seite, glaube ich, gewartet. Dismiss. Bitte kill ihn. Oh mein Gott, er hat ihn nicht bekommen. Och, sad life. Na gut, wir kriegen aber die Golems noch oben drauf. Die haben komplett geintet, ne? Na, das riskieren wir nicht. Wir gehen Base, diesen Ultra-Head jetzt. Nachtan sind schon da, das heißt, wir müssen uns beeilen. Der hat sein Pinkwort noch nicht gesetzt, ne? Das heißt, wir werden hier mal plötzlich nicht gesehen. Raptoren sind auch noch da. Okay, sie ist tatsächlich Top-Lane. Komisch, dass die Sejuani nie ihre Raptoren farmen will. So. So, ich will da ulten, weil der seine Passive gerade proc't, ne? Und das heißt für uns direkt, wir clearen weiter, ne? Wir haben bald unser Jungle-Item. Oh, wir haben es schon, okay. Aber wir clearen trotzdem weiter, ne? Wir haben Downtime gerade auf unserer Ult. Unsere Ult ist unser wichtigster Spell. Das heißt, wir clearen jetzt einmal weiter. Die Gegner werden gepressured sein, weil wir Evelynn sind. Werden super passiv spielen müssen. Und wir kommen dadurch aber einfach nur ultra far ahead, ne? Game sollte sogar direkt over sein jetzt. Mal gucken. So, jetzt machen wir den Blue Buff direkt den Dragon hinterher und dann können wir nochmal gucken für irgendwas, ne? Vielleicht wieder die Raptoren, vielleicht wieder Ganken. Irgendwas finden wir, ne? Okay, die hat ihre Ult gemisst, die Sejuani. Sag mal, stirbt der hier gerade? Nee, oder? Ich sollte dazugehen eigentlich, aber ich will eigentlich schnell den Dragon nehmen. Okay, der ist nicht mehr da. Also er zeigt sich wieder, das heißt, wir können hier reinlaufen. For free. Wait, hat die denn nicht die Krabbe genommen? Auch nicht am Herald. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist die Sejuani suchen. Das kann auf jeden Fall nicht für die funktionieren, ne? Wir haben unseren Support hier. Sind noch ab, genau. Muss kurz aufpassen wegen der Botlane.
Ich will die noch nicht anfangen, bis sie sich zeigen oder ich ein bisschen mehr HP habe. Das sollte reichen. Kriegen wir den tot? Nein. Wir kriegen auf jeden Fall Toplane tot oder wir kriegen den Herald tot. Eins von den Dingern sollten wir machen. Gehen wir für den Kill lieber. Okay. Ich habe zu früh geultet. Ich glaube, die Sejuani hat gemisst. Diese fucking Kamel, what the fuck are you doing? Okay, der hat nicht geultet. Okay, wir müssen hier rennen. Ich kann den kiten. Oh mein Gott, noch ein TP. Na, 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 na. Bitte cancel ihn. Ja, der kann hier ulten. Ich werde die Rennen komplett runter machen. Die rennen einer nach dem anderen einfach runter. So. Gut, wir nehmen den Herald. Wir können damit den Midlane toppen. Oder wir können alle Turrets nehmen, ne? Ich glaube, wir gehen aber direkt hoch. Ja, direkt hoch. Wenn wir schon da sind, kann das auch zeigen. Der kann dann keinen. Also, der hat da keinen Counterplan. Wait, wie kann er. Achso, ich bin am Tower. Wait, nicht nächsten? Okay, ich meine, der kann auch Bot den TPN, das ist fein. Wir gehen auf jeden Fall für Majors, wenn wir so stark sind. Und 10 Stacks haben. Dann direkt noch das da. Dann gehen wir für Glitchbane. Einfach weil wir gerade das Gold dazu haben. So, wir könnten jetzt Toplane unsere Stacks sammeln. Unsere 4. Der ist sehr einfach zu töten. Ich glaube, das machen wir auch, wenn er pusht. Also wenn er für den Tower angeht. Na gut, der ist dead. Witnessing. Alter, keine Ahnung. Die Gegner enden einfach komplett, ne? Gut, gehen wir direkt wieder zurück zum Dragon. Wir brauchen nichts mehr. Wir brauchen nichts mehr zu clearen, ehrlich gesagt. Wir können einfach Objectives machen und dann und die Kills nehmen. Ich wollte einfach mal nur gucken, wie viel ich mache. Wieso bin ich gestunt? Der ist gar nicht mehr hier. Oh Mann. Ich habe gerade komplett geleckt. Okay, ich lasse mir nicht meine Major Stacks wegnehmen, oder? Yumi, lass mich in Ruhe. GG. Wir brauchen, glaube ich. Ich glaube, wir machen eine neue, noch, also noch eine Runde aufwärmen, oder? Hm. Also wir haben nicht direkten Bezug zu denen. Ligamäßig. Ey, wir sind Challenger, let's get it!